Freunde, was geht ab? Herzlich willkommen zurück zu Let's Play Minecraft mit mir im Lufo. Und ja, ich bin hier bei der Steinfarm. Und ich gehe gerade mal hier runter. Blub. Und ich gucke gerade mal hier auf die Koordinaten. Hier ist echt dunkel, ne? Aber hier scheint nichts zu spawnen bis jetzt. Okay. Wir gucken gerade mal hier auf die Koordinaten. Ich bin hier auf Höhe 60. Und 182. Höhe 60, 182. Okay, das heißt, ich versuche jetzt einmal gerade. Von dem Haus hier drüben, aus dem Keller, darüber zu kommen. So. Hallo? So, 182 ist hier. Okay. Das heißt, jetzt versuche ich hier auf Höhe 60 runterzukommen. Das ist gar nicht so tief tatsächlich. Da komme ich ja relativ schnell hin sogar. So, da sind wir schon auf der richtigen Höhe. Okay. Und das ist jetzt natürlich hier noch ein sehr industrieller Eingang momentan, ne? Es ist jetzt nicht irgendwie, wird kein Schönheitswettbewerb gewinnen. Darum geht es auch gerade noch nicht, sondern dass ich erstmal hier einen einigermaßen soliden Zugang zu meiner Farm habe. Sehr geil. Ja. Und dann brauche ich von hier aus noch einen Weg, den Redstone nach oben zu befördern. Und das werde ich gerade mal gucken, ob ich das irgendwie hinkriege. Wir gehen gerade mal hier rüber. Ich glaube, ich habe die Redstone-Kiste noch bei der Stadt gelassen. So. Und ja, hier müssen wir auch nochmal hingehen und hier die ganzen Wände komplett ersetzen. Mit, also nicht komplett, aber ne, mit hier Variationsblöcken. Weißt du Bescheid? Aua. Was ich auch gerade nochmal machen möchte, ist hier einmal gerade gucken, ob ich hier noch... Ich muss auch hier noch Treppen haben, oder? Belastend. Aber hier war Redstone. Okay. Gerade mal hier. Ich hoffe einfach mal, das reicht. Mal ein paar Repeater mitnehmen. So. Und dann... Treppen. Ja. Gut. Machen wir wieder mal zurück in den Eingang. Und dann gehe ich... Hallo? Dann gehe ich hier runter. Und dann... Als allererstes mache ich hier gerade mal die Treppe ein bisschen angenehmer zum Hoch- und Runterlaufen. So. Ne? Ich mache hier auch gerne mal ein bisschen höher. Dann hat man hier nicht so das Gefühl, dass man so eingeengt wird. So. Und dann fängt das Ganze wieder von vorne an. So. Das heißt, ich muss jetzt gerade mal... Aua. Gucken, dass wir hier den Hebel wegbekommen. Und dann würde ich hier... So machen. Dass wir hier einmal einen Repeater bekommen, der... Ach, verdammt. Der da in die Seite von dem Block reingeht. Weil ich glaube, wenn ich hier einfach Redstone-Signal ranmache, dann würde sich das hier in eine Linie verwandeln und dann ist das hier kaputt am Ende. Und ja, ne? Deswegen machen wir gerade mal... So... So, und dann können wir hier einfach so machen. Dann kann ich hier hingehen und ein bisschen beleuchten. Wollen ja keine unangenehmen Überraschungen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.
9, 10, 11, 12. Na, wobei, dann sollte das sogar reichen, ne? Ja. Das sieht alles richtig aus, oder? Hier kommen dann die Steine hoch. Sehr geil. Okay, das funktioniert alles soweit dann. Ja, ne? Damit kann ich mich doch zufrieden geben. Wenn ich dann hier wieder ausmache, dann sollte es hier noch ein paar Mal hin und her gehen vielleicht. Und aus. Sehr gut. Das sieht aber aus, als ob das TNT da vielleicht... Warte mal, wenn ich es wieder anmache. Das fällt dann da nicht drauf, oder? Okay, nee, alles gut. Okay. Okay. Scheint alles gut zu sein. Wir haben hier ein paar Steine. Wie gesagt, ne, ich bin hier nicht irgendwie jetzt dran interessiert, dass das hier unten drin so super schön ist oder sowas. Das ist halt industriell ohne Ende. Der Punkt hiervon ist natürlich, Cobblestone zu produzieren. Und ne, es kann ruhig ein bisschen crude aussehen. Also wir werden es natürlich irgendwann nochmal ein bisschen verschönern hier, aber momentan ist mir das halt echt noch nicht so sehr wichtig, dass es hier gut aussieht. Was ist denn hier eigentlich mit dem ganzen Obsidian los? Das stört mich jetzt gerade schon so ein bisschen. Und was mich auch stört, ist tatsächlich hier diese Fischfarm, weil die erfüllt halt gar keinen Zweck mehr. Ich benutze die nicht. Die ist einfach nur... Habe ich hier noch diese... Wer hat sich das denn hier ausgedacht? Ganz ehrlich. Das muss ich auch nochmal wegmachen. Die benutze ich halt nicht mehr, die Fischfarm. Die hat halt fast keine Sachen, die man nicht von irgendwas anderem bekommen kann. Außer hier vielleicht die Seerosen. Und da kriegt man so wenige von. Außerdem sind die in der 1.16 halt dann komplett unnötig, die Fischfarmen. Weil die komplett zerstört wurden von den Patches. Ich weiß nicht, ob das überhaupt noch Sinn macht, die noch zu behalten oder ob ich vielleicht einfach eine neue, eine neue Farm oder nicht eine neue Farm, sondern die Farm abbauen sollte. Oh oh. Ich glaube, hier ist der Pferdestall drüber, kann das sein? Ich weiß nicht, was ich hier so... Ich weiß nicht, was ich hier gemacht habe. Wieso habe ich das denn hier so komisch gemacht? Sehr merkwürdig. Ja, hier muss ich auf jeden Fall mal aufräumen hier drin. Das ist ja echt... ich weiß nicht. Wäre es genug, wenn ich sage, es ist echt nicht schön. Ich wollte auch mal gucken, was hier unten so alles ist eigentlich. Habe ich hier noch irgendwas? Das war meine Mine. Die ist nicht sehr weit gekommen, ne? Nee. Naja. Was will man machen? So. Ach, das ist die Höllen... Die Höllenrüstung, in Anführungszeichen. Ich muss auch mal gucken, dass ich hier, dass ich hier von dem Ding da vorne mal bisschen Control bekomme. Von dem Brühgerät. Wo ist denn hier das Loch? Da ist das Loch. Okay. Von der Brühstation, die ich da vorne habe. Ich muss endlich mal die Lohnenfarm richtig hinbekommen. Ich bin mir noch nicht sicher, wie genau ich das mache. Ich muss auf jeden Fall da ein bisschen den Raum außenrum vergrößern. Soweit bin ich mir noch relativ sicher. Wie genau das am Ende klappt, weiß ich tatsächlich noch nicht. Da muss ich auch nochmal ran, ne? Das ist auch alles noch sehr, sehr roh.
Ich glaube, das ist tatsächlich jetzt erstmal mein Punkt, den ich jetzt erstmal mache. Ich werde jetzt erstmal noch bei dem Lager noch den Rest schön machen. Und dann. So. Und dann, aua. Nein, 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 nein. Was? Ich habe gedacht, ich hätte das alles hier verschönert. Oder ich habe hier offensichtlich noch ein paar Sachen verpasst, ne? Da sind auch noch ein paar Löcher drin. Nee, nee. So, was ich auch gerade mal gucken wollte, wie sieht's hier eigentlich aus mit, Hey Günni, High Five. Danke. Wie sieht's eigentlich hier aus mit den... Okay. Okay. Ich glaube, wir müssen hier echt noch ein bisschen Papier draus craften. Dass wir hier mal wieder ein bisschen Lagerplatz auföffnen. Okay. Ich würde gerade einfach mal behaupten... dass man hier sowas machen könnte. Ich bin mir aber nicht sicher, ob ich das so haben möchte oder ob ich es so haben möchte. Ich glaube fast, das ist mehr, das gibt mehr Detail, wenn es so ist. Ich hole gerade mal ein paar Fichtenblöcke, also ganze Blöcke. So. Ja, ne? Ich glaube, und dann kann ich hier auch hingehen und... So, ich glaube, so sieht das dann nicht zu eingeengt aus von unten und von oben natürlich. Hier müssen wir auch gucken, wie ich hier noch das zumache. Ich will das auch nicht unbedingt zu... ja, wie soll ich sagen? Zu gleichfarbig lassen. Wäre wahrscheinlich ein gutes Wort. So, ich glaube, das ist auch okay. Ja, ne? Dann müssen wir halt nur noch gucken, wie wir hier ein bisschen mehr... Farbenverschiedenheiten mit einbauen können. Ich bin tatsächlich am Überlegen, ob man vielleicht ein Muster mit Falltüren hier einbauen kann irgendwie. Ich habe ja aber keine Falltüren mehr von der Sorte. Ich nehme mal gerade ein paar davon mit und ein paar davon mit. Ach komm, wenn ich gerade schon mal da bin. So. Ich fange einfach mal mit dem Stein an hier. Na, wir fangen einfach mal hier mit an gerade. Bisschen Verschiedenheit hier kann ja nicht schaden. Huch, da habe ich das innen drin aus Versehen auch gemacht. Variation. Kann man vielleicht auch noch mit den Treppen am Ende dann machen, aber... Okay, von der Seite sieht man das fast gar nicht. Aber ich möchte trotzdem ein bisschen hier mitmachen wieder. So. Ich finde, das macht immer einiges aus, auch wenn man es am Ende nicht wirklich doll sieht. Kann trotzdem einiges bewirken hier so vom Aussehen her. So.
Das gleiche müssen wir dann auch irgendwie noch mit dem Holz machen am Ende. Irgendwas stimmt hier noch nicht, ne? Doch, es stimmt, aber irgendwas ist hier anders. Ah, da fehlt einer von denen. Habe ich hier irgendwo ein Crafting Table? Nee, ne? Wie ich mich kenne, bestimmt nicht. Doch, hier ist einer irgendwo, ne? Ja. So. Die Frage ist, sieht das besser aus, wenn hier... Ja, sieht besser aus, ne? Da oben fehlt auch noch. Jetzt habe ich natürlich eins zu wenig hier. Ach ja, wenn man mal alles dabei hätte, was man braucht, ne? Bei jedem Mal, wo man irgendwas bauen möchte. So. Das heißt, ich versuche jetzt mal hier eine Punktlandung auf diesem... auf dem Nippel da zu machen. Hey, hat Nippel gesagt. Ey. Okay. Gut. Okay, und dann... So. Das ist doch schon um einiges besser, finde ich. Irgendwie sieht es immer noch ungleich aus, irgendwie, ne? Irgendwie. Da ist gleiche Höhe, da ist gleiche Höhe, da ist gleiche Höhe, da ist gleich... Irgendwas ist ungleich bei dem Haus. Ich weiß nicht, was. Mal wieder hier, ne? Ich muss jetzt halt hier mal hin und da die Sachen besorgen hier, dass das alles einigermaßen richtig ist. So. Jetzt ist die Frage, sieht das besser aus oder ist das jetzt wahrscheinlich zu dunkel, ne? Das ist fast besser, oder? Vielleicht lasse ich auch einfach beides. Komm, weißt du was? Variation ist King, weißt du Bescheid. So. Da fehlt noch irgendwas, ne? Aber das macht auf jeden Fall schon einen guten Unterschied, finde ich. Auch wenn ich hier vielleicht wahrscheinlich eher das dahin gemacht hätte jetzt im Endeffekt. Ja, das macht schon ganz gut was aus, finde ich, wenn man da ein bisschen verschiedene Blöcke mit reinmischt. Und ich glaube, ich möchte auch da so eine Art Fenster reinmachen. Vielleicht sogar so wie hier, so ein rundes. Bin mir noch nicht sicher. Wie würde das denn aussehen, wenn ich hier, sagen wir, hier so? Und dann haben wir noch, ich habe noch bestimmt irgendwo noch Falltüren, oder? Wahrscheinlich hier drüben. Dschungelfall, ich weiß nicht, ob ich Dschungel... Ich könnte mal Dunkeleiche probieren, ob das was aussieht. Vielleicht solche. Man muss ja mal alles probiert haben, wa? Nein! Aber wobei, ich muss eh innen rein, ne? Okay, egal, wir machen... Ich gehe einfach den Weg, den jeder normale Mensch gehen würde. So.
Und natürlich fehlt eine, oder? Nee, doch nicht. Krank. So. Mal gucken, wie das von außen aussieht. Hat was, finde ich. Hat auf jeden Fall was, detailmäßig. Ich würde vielleicht gerade sogar noch mal gucken, ob ich hier noch irgendwo welche von den von denen hier habe. Und dann das vielleicht da als kann ich bitte dieses Mal die Landung. Oh, ich bin so geil. Okay. So. Ne, dass es hier ein bisschen mehr abgerundet wirkt am Ende. Und außerdem Spawn sichert. Ja, das gefällt mir doch. Das sagt mir doch zu. Habe ich hier irgendwo ein Bett? Ne, da ist kein Bett mehr drin. Verdammt, ich muss hier echt irgendwo noch ein Bett dazu tun. Mit den Betten ist die bettige Lage ist sehr belastend momentan. Aber ja, Freunde, ich würde sagen, das war's von dieser Folge. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Ich bedanke mich vielen Dank fürs Zuschauen. Bis dahin. Tschüss.